Ich setze da direkt nochmal einen drauf. Also, bemerkt euren Atem, bemerkt, wie ihr sitzt. Aufrecht, am besten ohne den Kopf anzulehnen. Und noch einmal einatmen. Dass der Brustkorb ganz weit wird. Ich bemerke dein Sein. Einfach so. Bemerke einfach jetzt wieder dein Sein. Bemerke, wie du lebst, jetzt gerade. Wie du leben bist. Wie fühlt sich das an? Wo kannst du das spüren? Diese Präsenz von Sein. Dieses Seinsbewusstsein. Wo und wie kannst du das orten? Wenn du dich komplett nur noch darauf konzentrieren könntest. Wenn das das Einzige wäre, was von dir übrig ist, wie würdest du das dann fühlen? Wie wärst du dir dessen gewahr? Wessen wärst du dir dann gewahr? Wenn das alles ist, was von dir übrig ist, nichts anderes ist mehr da. Kein Körper, keine Welt, nur noch dieses Bewusstsein. Wie stellt sich dir das jetzt, immer jetzt, dar? Und wenn du eine Bewusstheit, wie subtil auch immer vielleicht, von diesem Sein, das du bist, hast, dann tu jetzt damit Folgendes. Schieb es in den Vordergrund deines Gewahrseins. Ich weiß, das hört sich paradox an, aber versuch's trotzdem. Schieb es in den Vordergrund. Wie als wäre es etwas, was du jetzt vor dir sehen kannst. Vorher warst du vielleicht mittendrin oder es war hinter dir oder was auch immer. Aber jetzt hast du es ganz bewusst vor dir. Jetzt ist das Gewahrsein vor dir. Und jetzt lässt du einfach deinen Körper und die Welt wieder erscheinen. Wie in so einer Animation. Aber dein Bewusstsein, dein Gewahrsein ist weiterhin vor dir. Und du schiebst es die ganze Zeit vor dir her, egal wo du bist. Es ist wie an dir festgemacht. Und das ist es. Und dann kannst du, wenn du möchtest, diesen Tag vom Morgen bis jetzt durch dieses Bewusstsein hindurchlaufen lassen, durch dieses Gewahrsein, das vor dir ist. Wie so eine Filmrolle, die von oben nach unten oder von unten nach oben, wie du magst, jetzt durch dieses Gewahrsein von Sein läuft, von Dasein, von Existieren.
Wenn dir der Tag zu voll war, kannst du auch einfach die letzten Stunden nehmen bis jetzt. Aber als dieses Gewahrsein, dass du bist und dass du jetzt vor dir wahrnimmst, gehst du durch diesen Tag. Stunde für Stunde beleuchtest die Szenen, die herausragen. Und erfährst als Gewahrsein diesen Tag noch einmal. Als ewiges Sein. Ganz konstant. Unerschütterlich. Von den Erfahrungen des Tages. Und in deinem Tempo kannst du, wenn der Film abgelaufen ist, dir noch einmal dessen bewusst werden, dass du, dass deine Existenz, dass die Präsenz, die du bist und die du jetzt wieder im Vordergrund deines Gewahrseins hast, immer die gleiche ist und weiterhin du bist, du ist, wenn du langsam dann die Augen aufmachst und auch in dieser Welt weiterhin diese transparente Folie jetzt vor allem hast. Und ich lade dich wie immer ein, in dieser Einstellung zu bleiben und nicht am Rädchen zu drehen. Und dann kannst du da mal einatmen. Und wer soweit ist, kann sich nochmal strecken und recken und bemerkt, dass immer noch vor euch diese Wolke ist oder was auch immer, wie immer es sich anfühlt. Für mich ist es irgendwie gerade eine Wolke. Eine schöne, transparente Wolke.